Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem nächsten Tag der 12 Days of Anime, dem fünften Tag, jetzt auch passend zum tatsächlichen fünften Tag der 12 Days of Anime, nachdem wir ja zuvor schon Dr. Stone hatten, soll es mir heute um einen weiteren Moment aus einem der vielen Anime-Filme in diesem Jahr, die ich sehen durfte, gehen, der mir eben besonders in Erinnerung geblieben ist oder ein Moment, der besonderen Eindruck hinterlassen hat. Und zwar, so viel sei als Disclaimer vorweg, wenn man so möchte, ein Film, bei dessen DVD und Blu-ray-Release ich zumindest wieder mit beteiligt war, nicht am Dialogbuch, also an der eigentlichen dann übersetzten Kinofassung, weder als Untertitel oder als Synchronfassung. Und wie der Titel des Videos natürlich auch schon verrät, soll es mir dabei um Makia, eine ja unsterbliche Liebesgeschichte gehen, wo ich ja dann mich für das Booklet, was drin ist, und das Short-Szenario, die damit drin sind, dann hier zumindest in der Limited Collectors Edition, verantwortlich zeichne. Dementsprechend intensiv habe ich mich natürlich auch mit dem Film auseinandergesetzt und ihn auch die beiden Male, als er im Frühjahr diesen Jahres, ich weiß gar nicht mehr, wann genau, das war Februar bis April, irgendwo so in dem Dreh rum, lief er ja an zwei Tagen im Kino, einmal donnerstags, einmal sonntags, habe mir beide Male angeschaut und ja, beim ersten Mal schauen fand ich ihn ziemlich bestürzend im positiven Sinne, also emotional sehr, sehr herzzerstörend, wenn man so will, herzergreifend, aber dann beim zweiten Mal doch auch wieder herzerwärmend. Als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, habe ich eher so eine positive Message mit rausgenommen, eine positive Vorausschau auf die Zukunft, die der Film geben will, nachdem ich nach dem ersten Mal dachte, eigentlich will ich den kein zweites Mal sehen. Mittlerweile stehe ich da ein bisschen anders zu, aber so geht es mir bei manchen Sachen von Madi Okada vor allen Dingen auch manchmal, die ja sich als sowohl Drehbuchautorin als auch zum allerersten Mal, es ist ja ihr Regiedebüt, als Regisseurin auch verantwortlich zeichnet, die sich ja sonst für solche Sachen wie Anohana oder The Anthem of the Heart vor allem als Drehbuchautorin eben einen Namen gemacht hat. Oder Kizuna Iwa beispielsweise. Und ja, sie zeichnet sich immer durch eine gewisse Art von Melodrama aus. Da ist durchaus auch eine Menge in diesem Film drin, aber im Gegensatz zu manche von ihren anderen Werken fand ich tatsächlich eigentlich dann das durchaus absehbare Finale und Ende des Films durchaus den Punkt, vor allem eine Szene dann, wo ja bestimmt bei vielen, vielen Leuten die Tränendrüsen nicht mehr gehalten haben werden. Und ich dachte lange, den Moment würde ich auch in die 12 Days of Anime mit reinnehmen, aber letztendlich, wenn ich so auf den Film zurückblicke, gibt es eine Szene, eine Sache, die ich eigentlich fast noch ein bisschen tragischer finde, die ein bisschen fernab der Hauptstory tatsächlich sich vonstatten geht oder stattfindet. Und deswegen, es geht so ein bisschen in die Mitte des Films hinein, deswegen würde ich hier jetzt so milde bis mittlere Spoiler für Makia, eine unendliche Liebesgeschichte, anbringen wollen. Denn es geht mir genauer gesagt um ja einen kleinen Handlungsnebenstrang von einer anderen Iorf, also von diesem selben Volk der Iorf, die eben sehr langlebig sind, mehrere hundert Jahre alt werden, genau wie Makia. Nämlich Lelia, die ja, nachdem das Königreich das Dorf der Iorf überfallen hat und sie und alle Frauen entführt haben, um einen potenziellen, ja, oder eine potenzielle Ehefrau, Ehegattin, beziehungsweise Gebärmaschine, wenn man es krass ausdrücken will, für einen, ja, Thronfolger des Königreichs zu finden, der eben dann das langlebige Blut der Iorf besitzt und dementsprechend auch für lange Zeit über das Königreich wird herrschen können, also sich praktisch dieses Bluts der Legenden anzunehmen. Dafür wurde Lelia eben in das Königreich entführt und hat dann ja zusammen mit dem Prinzen, mit ja, einem der Prinzen, dem ersten Prinzen des Königreichs, ein Kind gezeugt, was dann kein männlicher Thronfolger war und auch ein Kind, was keine Anzeichen von Langlebigkeit der Iorf oder irgendwelchen Charaktereigenschaften oder äußerlichen Eigenschaften der Iorf aufzeigt. Also dann praktisch ein gescheitertes Zeugungsexperiment, wenn man so will. Und ja, Lelia lebt dann eben in diesem Schloss und hat als Leibwache, wenn man so will, auch ein bisschen den Hauptmann der königlichen Rittergarde, den Isor, der ein durchaus viel, auch so selten wie er auftritt, ein sehr vielgesichtiger, vielschichtiger Charakter ist, was ich auch mit einer der spannendsten, ja, Side-Stories eben dank auch ihm und Lelia, wie die Beziehung zwischen den beiden untereinander ist und sich entwickelt im Laufe des Films, unglaublich spannend fand. Und es gibt dann eben diese eine Szene, die mehr oder weniger die gesamte Tragik des Charakters von Lelia aufzeigt. Und zwar haben wir Lelia
sie ist überhaupt die erste Eorth, die wir sehen, noch vor der Hauptfigur Makia im Film, wie sie da mit einem der Hibiol-Tücher ja, umherspringt, frei herumläuft, lacht, also sie ein absoluter Freigeist ist, im Gegensatz zu der schüchternen Makia. Und dann sehen wir eben in der Mitte des Films, nachdem sie schon eine gewisse Zeit im Schloss vollbracht hat und nachdem einige Jahre vergangen sind, seit sie ihre Tochter Metmel geboren hat, gibt es dann diese eine Szene, nachdem wir von der Handlung einmal von Makia und Erial wechseln, dann vom Blickwinkel her zu Laelia und Isor im königlichen Schloss, gibt es eben jene Szene, wo Laelia es nicht mehr aushält, all die aufgestauten Emotionen in ihr, dass sie jetzt eben das Gefangene, ja, der gefangene Vogel im Vogelkäfig ist, ja, das alles zuwider wird. Sie hat zwar diese Szene, wo sie eben den ganzen Schmuck am Hals trägt, ihn von sich reißt und die pure Verzweiflung in ihr Gesicht gezeichnet ist. Also es war vor allen Dingen eben auch von dem Visuellen her eine unglaublich tragische und eine unglaublich, wie soll ich sagen, beeindruckende Szene zu sehen, wie praktisch all diese Emotionen wirklich einerseits in ihrem Gesicht, aber auch in der Performance von der Synchronsprecherin da herüberkommen, als sie dann mit Isor argumentiert, von wegen, ihr habt mir alles genommen, ihr habt die Eorth getötet, die zum Teil versucht haben, sie zu befreien, und dann lasst ihr mich nicht einmal meine Tochter sehen, da ja sie auch von der Erziehung ihrer Tochter vollständig ferngehalten wird. Und auch wenn sie eben sich bei Isor beklagt, dass, dass das Königreich die alten Legenden auslöscht, die Eorth vernichtet und ihr die Freiheit geraubt hat, ist ihr die Freiheit in dem Moment gar nicht so wichtig, sondern sie denkt im Prinzip an das, was viele Mütter denken, sobald dann eben dann doch mal ein Baby da ist, selbst wenn sie es vorher nicht wollten. Sie will eigentlich nichts anderes als ihre Tochter halten. Und dann dieser Satz, den fand ich wirklich sehr hart, und der macht es, glaube ich, auch, der diese Szene für mich noch vor vielen anderen in diesem Film stellt. Dieses, da sie jetzt mehrere Jahre ihre Tochter nicht in den Armen halten kann, dieser eine Satz, den sie sagt: Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich die Wärme in den Händen von meiner Tochter anfühlt, oder ich kann mich schon gar nicht mehr an die Wärme meiner Tochter in meinen Armen erinnern. Und den Satz zusammen mit der Synchronsprecherleistung plus eben dieses eingefallenen Gesichts, was nur die pure Verzweiflung zeigt. Es ist, das ist diese Art von schöner Hässlichkeit, weil die Eorth altern nicht, sie kriegt keine Falten und nichts. Deswegen, sie bleibt praktisch immer so hübsch, wie sie war, aber praktisch diese Emotionen, die sich da widerspiegeln in der Zeichnung, wie es dargestellt ist, und dazu eben diese Performance von der Synchronsprecherin, haben das, glaube ich, so diese wirklich stechendste Szene aus dem gesamten Film gemacht. Deswegen, wenn ich an Makia zurückdenke und an Szenen, kommen mir zum einen das Ende, aber eben erstaunlicherweise auch dieser gesamte Nebenstrang der Charakterentwicklung von Laelia, die ja praktisch ihren Tiefpunkt an dieser Stelle in dem Film hat, so ziemlich in Mitte des Films. Ja, das sind die Szenen, die am ehesten bei der Rückerinnerung an den Film ins Gedächtnis kommen, und wie man auch an meinem kurzen Luftschnappen hier und versuchen, die Emotionen zu unterdrücken, um über die Szene zu reden, merkt, eine wirklich sehr beeindruckende, und was eben auch mehr oder weniger trotzdem die Hauptmessage des Films unterstreicht, auch wenn es ein Nebenstrang ist, der sich da mit Nebenfiguren praktisch beschäftigt, ist ja, dreht sich vor allem dem Makia eben um die Liebe einer Mutter zu ihrer Tochter. Im Fall von Makia und Erial jetzt gar nicht mal blutverwandter seid, sondern praktisch von einer Mutter, die einen Sohn adoptiert hat, wenn man so möchte. Und im Falle von allerdings Laelia und Metmel, die Liebe einer Mutter zu einer Tochter, der Mutter ist aber nicht gestattet, ist die Tochter überhaupt zu sehen, ihre leibliche Tochter. Und ja, diese ganze Tragik, die Liebe einer Mutter als Hauptmotiv und Laelia an ihrem absoluten emotionalen Tiefpunkt in der Mitte des Films, und diese Szene, wie sie da auf Isor zugeht, ihre Stimme bricht und ihr Gesicht in Verzweiflung und Resignation und alle möglichen Emotionen getränkt ist. Die Szene ist, glaube ich, für mich so, ja, einer der Momente gewesen, einfach dieses Anime-Jahres, der nicht mehr so ganz aus dem Kopf heraus will und deswegen sich hier einen Platz in den 12 Days of Anime gesichert hat. Brr.
Ich glaube, in den nächsten Tagen muss ich mal gucken, dass ich ein paar von den etwas Uplifting, von den etwas schöneren Szenen wieder herhole. Ich meine, Dr. Stone war ja eigentlich sowas in die Richtung, aber das ging jetzt sehr tief in die emotionale Schmerzgrenze, sage ich mal. Deswegen belassen wir es mal am besten dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bisher und das war Tag Nummer 5 von den 12 Days of Anime mit Makia, eine unendliche Liebesgeschichte und jener Szene mit Lelia und sage dann an dieser Stelle wie immer, Matane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.